Herzlich willkommen zum zweiten Teil des 1Live Podcast Festivals hier in Bielefeld. Riesenapplaus für euch. Und auch der zweite Teil verspricht extrem lustig zu werden. Der ganze Saal fragt sich, erfolgreich entleert? Ja, ich bin ein paar Kilo leichter und das lässt mich natürlich nochmal doppelt gut gelaunt sein. Du siehst grandios aus, mein lieber Freund. Wir haben wieder viele Geschichten zum Thema. Du auch, kann man dann nochmal sagen, zum Beispiel. Ich bin außer Atem. Ich werde kurzatmig mit der Zeit langsam. Ja. Und das Long-Covid kann ja sein. Hattest du es denn? Ja, zweimal. Gestern, letzte Mal, ne? So wie ich rumgehurt habe. Ja, Kurzatmigkeit. Klar. Ohne Maske und ohne Verhütung, das ist mein Markenzeichen. Steht im Impressum von deiner Internetseite, ne? Ja, und dann mache ich so ein Foto darüber. Aber in verschiedenen Rollen. Ja, genau. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Warte, erzähl doch mal ganz kurz, hol die Leute nochmal ab. Das Thema ist? Das Thema ist der peinlichste One-Night-Stand. Oh, das ist peinlich. Ich habe schon einige peinliche Geschichten gehört. Viele Fans haben uns Geschichten geschrieben und geschickt, nicht geschrieben. Es wird implementiert ja, dass sie ausgedacht sind. Du gehst mir tierisch auf den Sack und es geht nur zwei Minuten. Ich wär gern bei dir auf dem Ohr. Du gehst mir nur auf den Sack stattdessen. So. Ach, der war ganz gut, der Gag, aber nicht viel verstanden. Soll ich anfangen? Die nächste Geschichte, sag jetzt gar nichts mehr. Nächste Geschichte, die diese Person wirklich erlebt hat zum Thema, ja, kommt von Jana und sie schreibt: Ich hatte mal einen mittelmäßigen One-Night-Stand mit einem Typen, den ich vorher im Club kennengelernt habe. Und der Typ hatte ungelogen nichts im Kühlschrank außer einer Packung Gummibärchen. Kein Wasser, kein anderes Getränk, noch nicht mal ein Apfel, nur eine halbe Packung Gummibärchen im Obstfach. Das fand ich total seltsam und irgendwie auch peinlich. Viele Grüße. Ja, Jana, großen Applaus für Jana. Ich muss direkt. Was soll das, Benny? Nur eine Packung Gummibärchen? Ich muss direkt relaten. Ich habe auch bei mir alles im Kühlschrank. Ich habe auch Gummibärchen mit mir im Kühlschrank. Bei mir kommt alles in die. Brot! Ich habe alles komm, im Kühlschrank. Brot auch? Ja, klar. Aber bei dem im Eisfach. Kennst du Leute, die Brot einfrieren? Ja, mach ich auch. Man holt es nie raus. Es gibt Leute, die. Echt jetzt? Man holt es nie raus. Du frierst Brot ein? Ja, klar. Wofür? So große Landschnitten. Wofür? Kaufst du ja, auch neu. Für die schlechten Tage. Und das ist das Ding, das ist ja gerade, was ich sage. Man friert es ein, man benutzt es aber gar nicht, man holt sich immer wieder frisches Brot. Krass. Hast du schon mal Brot aufgetaut? Ja. Nee. Ja? Ja, man taut es auch auf. Ja. Hier in Bielefeld wird Brot eingefroren, wow. Ja. Aber friert ihr auch Aufschnitt ein? Komm. Nein. Ja, kann das, ja klar kann man das machen. Das kann man wunderbar machen. Also gute Ohren, ne? Ja. Kann man das überhaupt? Und ich gehe mal einen Aufschnitt, natürlich kann man einfrieren. Ja, kann man alles einfrieren. Bisschen Backpapier zwischen die Mozzarella-Scheiben. Aber wenn du deine Kontaktlinsen machen möchtest, ja, dann musst du diese Flüssigkeit auch im Kühlschrank lagern. Ja, cool. Nicht, dass du nachts dann hingehst und dann irgendwie dein Actimel trinkst und dann auf die Füße. Nee, ich tue und mal Joghurt ich, mit Gouda und sowas. Ich tue die Dinger in den Actimel rein. Hm, oder in anderen Vitamin drin. Yakult ist das. Yakult, genau. Ja. So, wie ich hab's ja gesagt, ich packe bei mir alles in den Kühlschrank. Auch Brot, Gummibärchen auch. Hätte also bei dir sein können, stattfinden können. Ich guck mal eben. Ja, aber die hat ja nur Wasser im Kühlschrank und sonst nichts. Ich hab bei mir, mein Kühlschrank ist rappelvoll und Gummibärchen. Ja. Machst du das nicht? Wo lagerst du die? Gummibärchen? Ja. Ich hab unter meinem Fernseher einen langen Sideboard. Ist da so eine Snack-Schublade? Da ist eine Snack. Für die Snacks? Ja, da sind ganz viele Snacks drin. Ja. Auch Chips und auch Joghurt-Gums und auch sowas. Auch so Stabletten, so Dinger, die so aufgebaut was sind. Was für ein Ding? Steifletten. Steifletten? Chipsletten. Die können ja Steifletten. Hast du die auch? Nee, das sind nicht. Nee, mag ich nicht so gerne. Habe ich letztens gegessen, Sorte Emmentaler. War echt gut. Das ist auch voll gut. Wenn du mal einen Supermarkt aufmachst, es gibt Erdbeeröl, Chips in Emmentaler und Gummibärchen in die Tiefkühltruhe. Und Brot. Und Brot. Landbrot. Wir brauchen frisches Brot. Nee, aber das ist, wenn man dann zum Kühlschrank geht, mal zum One-Night-Stand, möchte ich was trinken und dann nicht mal ein Getränk. Aber es gibt ja Menschen, die trinken fast gar nichts. Ich rede jetzt nicht von Alkohol, sondern die kommen mit einem halben Glas Wasser den ganzen Tag durch. Das ist ja ungesund. Man muss ja den Körper, der Körper besteht aus Wasser. Ja. Man sieht ja auch an mir, ich bin aus Wasser. Ich bin Aquaman. Und da muss man natürlich den Körper. Beine, ne? Muss man den Körper natürlich schön gießen, sage ich mal. Ja. Aber du hast eben schon ganz gesagt, frech. Du hast eben schon gesagt im ersten Teil, bei dir ist es auch wichtig, dass die Mädels, die zu dir kommen, dann auch ein bisschen was snacken können, ein bisschen was essen können. Ja, klar. Wenn man gut gesättigt ist, dann ist funktioniert der Beischlaf noch viel besser, weil man zufrieden ist. Machst du nach dem Sex denn noch Hunger?
Weil man dann so, du hast ja dann dich körperlich betätigt. Ja, aber ich habe mich jetzt nicht verausgabt. Ein paar Knetereien. Nee. So, da bin ich ja nicht am Ende. Das ist Sex für dich? Du weißt schon, was Sex ist, ne? Massieren. Nee, das geschieht ja dann dabei. Ja? Dass man mal reinflutscht. Hey! Nee, aber ich finde das auch gut. Und so Gummibären und so ist auch so ein Weird. Also, aber ist das, scheint ja wohl schon ein Weirdo gewesen zu sein, oder? Nur Wasser und Gummibärchen drin. Vielleicht. Oder ist der frisch eingezogen? Das war ein Geschenk vom Nachbarn oder so. Hier, ich bin der Müller von oben, hier ist eine Tüte Gummibärchen. Wer geht eigentlich zu diesen Feiern? Wenn die, bei mir sind vor 2 Wochen neue Leute eingezogen. Und dann stand da so ein Ding, wir feiern, kommt gern vorbei. Geht man da echt vorbei? Wer geht denn da vorbei? Ist natürlich, ist eine Einladung, ich könnte vorbeigehen. Aber ich glaube, du wirst komisch angeguckt, wenn du wirklich da an der Tür stehst, dann denkt man sich ja, ja, wie warst du eigentlich eingeladen? Ich glaube, diese deutsche Höflichkeit, man lädt ein, damit die nicht die Polizei rufen, aber man soll nicht kommen. Ja, ich sage auch, dann bist du vielleicht gleichzeitig rechtlich abgesichert. Nee, das ist ja nur irgendwie in der... Verklag mich doch, gibt's doch auf dem Privatsender die Serie. Da gab's mal einen ähnlichen Fall. Ich glaube, dass man dann rechtlich abgesichert ist, weil man das Angebot gemacht hat. Man darf sich also nicht beschweren. Was sagst du denn, dass die Barbara Salz wieder da ist? Die Babsi ist wieder da. Sie ist zurück. Barbara Salz, kennt ihr doch, oder? Ja. Die hat auch so einen roten Kopf wie du. Nee, ich... Findest du das gut? Dennis hat letztens gesagt, hat bei WhatsApp, Barbara Salz ist zurück. Ich habe Gänsehaut. Ja, aber der Clip war auch gut, wo die dann... Ich bin ja, wieder es zurück. Ist zu viel Insider-Wissen, das weiß kein Mensch. Eine Sache noch, einige von euch sind vielleicht auch unter 45. Ich weiß noch, als damals, Barbara Salz war die erste Richterin im deutschen Fernsehen und dann kam ein Trailer auf Sat. 1 zu Richter Alexander Holt, der zweite. Ich werde niemals vergessen, wie ich zum Telefon, ich weiß nicht, ob wir da getrennt voneinander waren, zu meiner Oma gerannt bin, die Wählscheibe, und habe dich angerufen, Benny. Es kommt ein neuer Richter. Ich werde das niemals vergessen. Ich werde es niemals vergessen. Das habe ich voll komplett verdrängt. Ja? Du hast mich verwählt. Hallo? Vorwand mit Richter! Bruder war mit Richter! Nee, schon gut. Ich finde es gut, dass das Fernsehen jetzt wieder so toll wird. Ja, ja, es gibt nur Neuerungen und tolle Formate. Finde ich super klasse. Ja. Die 1000-Millionen-Mark-Show gibt es ja auch jetzt. Die 100.000. 100.000, genau. Mhm. Ja, ich und Britt, der Talk am Mittag. Britt ist auch wieder zurück. Finde ich toll. Und ja, das ist auch die Frage, was guckt man bei einem Date? Warum nicht mal Britt? Guck mal, Quatschkopftest, da kann man giggeln, wenn man lacht. Ich sag dir ganz ehrlich, so Baba Salz würde ich, glaube ich, so wirklich gucken. Ist das schnellste, ist das snackable Content, wie man so schön sagt. Ja. Du kommst rein, hast einen Fall, Sprüche. Und dann kann man sich austauschen. Ey, wie hättest du das denn gemacht? Und dann kann man so den Arm um die Schulter legen. Hey, ich würde dich da rausholen, Baby. Ich würde dich da rausholen, Baby. Nicht mit mir, Baby. Hast du sogar schon mal wirklich diesen Move, den man immer so nur ironisch in Geschichten erzählt, wirklich schon mal gemacht, dass du und so gemacht hast? Ja, aus Versehen und dann habe ich den Salat. Ich meinen Bus gemacht. Aber bei One Night Stand ist das ja eigentlich, beschreibt ja eigentlich den Fall, dass du diese Person danach nie wieder siehst. Ja. Ist das denn bei es gibt ja auch einen Two Night Stand und sowas. Habe ich alles schon mal gelesen. Du kannst zählen, ist ja super. Ja, was kommt noch vor? Tri. Nee, aber ist ja so. Das heißt, eigentlich ist ja, bei mir war immer das Gefühl zu meiner Solo-Zeit, dass ich dann die One Night Stand hatte und danach war ich komplett. Was? Taub. Ich wollte die Person dann nicht mehr, also ich war dann nur geil. Das ist ja schon, aber ich hatte kein, widerlich, kein widerst mich an. Ich hatte kein emotionales Interesse an der Person. Ja, aber auch vorhin dann nicht, oder hat sie dich dann nach dem... Ach so, nachdem war du dann das bekommen hast, was du wolltest, du Schobi-Schwein, dann war egal, ne? Dann war Scheiß drauf, nee, ne? Nee, das Taxi-Geld ja nicht. Geld und ab! Taxigeld? Das verbitte ich mir. Nee, natürlich nicht. Ich möchte mich entschuldigen. Das ist wirklich... Aber wieso von dir gedacht? Ich hab doch nicht gesagt, jetzt hau ab, ich liebe dich nicht oder so, hab ich nicht gesagt. Es war halt dann von beiden Seiten klar. War das denn von beiden Seiten klar oder hast du Herzen gebrochen? Weil das ist nämlich etwas, was mich immer schon gestört hat. Du musst mit auf den Karten spielen. Wer immer von der Dennis Wolterfrucht gekostet hat, der möchte natürlich ein zweites Stück. Die zweite Spalte ist natürlich klar. Das ist auch so ein Ding, ich möchte mich dir nicht beim Sex vorstellen. Kannst du es denn? Leider ja. Kannst du, ja? Leider ja. Ja? Ja. Ich kann mir dich wirklich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie du Bungee-Jumping machst, nicht wie du was häkelst, ich kann dich nicht vorstellen. Und ich kann nicht vorstellen, wie du sexuell aktiv bist, ich kann es mir nicht vorstellen. Sexuell aktiv? Ich muss direkt lachen. Weil ich habe am meisten Angst, ich könnte, es gab so ein paar Situationen in unserem Leben, da hätte es vielleicht mal so einen Teufelsdreier geben können. Und ich habe auch kein Problem damit. Backstage. Deswegen war so lang weg. Nackt zu sehen, habe ich kein Problem damit. Ich weiß ja, wie du so aussiehst, aber ich möchte nicht dein Gesicht Dennis sehen. Dennis hasst es auch, ich möchte nicht sehen, wie der Benni
Das geht mir zu intim. Also von mir aus, dann sehe ich die Bewegungen, ich sehe dich nackig, ich habe damit echt gar kein Problem. Manche Menschen träumen hier im Saal von diesem Anblick, wenn ich tropfend über ihr hänge. Oh mein Gott! Komm, glaubst nicht! Ja, aber ich kann dich da nicht sehen. Wenn ich ein bisschen laut werde, sag ich, du bist so ein Stiller. So. Nee, kommt ja darauf an, wie man es macht. Ja? Es gibt ja auch da, manchmal macht man auf Django Unchained, dann machen wir heute. Und manchmal macht man ja auch dann Kuscheltex. Ja? Ja, klar. Gibt's ja alles. Du kommst in das Alter auch rein, ne? Es hat doch mit Alter, ich hab schon Kuscheltex mit 16 gehabt. Das hat doch damit nichts zu tun. Du hast Kuscheltex mit 16 gehabt? Ja. Ja, wüsste ich auch, ja. Kinderzimmer? Hätte ich gewusst. Soll ich machen im Kinderzimmer? Soll ich da die Peitsche rausholen oder was? Ist denn SM was für dich so? Bisschen aggressiver, zu weit, zu Werke gehen? Nee, bisschen klatschen. Nicht. Es gibt ja auch Menschen, die lassen sich gerne was abschnüren. Da kann ich gar nicht. Das machen wir schon mal ganz alleine. Ich werde auch nicht geil, wenn die Hose eng sitzt. Nee, wenn ich so mache. Nee, aber das, genau. Also ich kann, nee, aber ist auch nicht mein Ding. Auch ich habe so für ganz viele oder so. Sexuelle, so, ich, für ganz viele, ich habe viel Verständnis. Du hast doch bei deinen Porno-Abos, war da nicht mal ein Film dabei, den du da in 4K und Dolby Surround und 3D mal gesehen hast, wo die Dame mal so Lack und Leder angezogen war, die 2 Meter große Kerstin mit den kurzen blonden Stoppelhaaren? Loser! Hast du alles in 3D gesehen? Nee, die habe ich mir so... POV? Dafür habe ich nicht bezahlt, die habe ich mir dann so angeguckt. Ah, okay. Nee, aber ich habe viele Sachen Verständnis, was so sexuelle Sachen angeht. Klar. Aber so abschnüren oder kneifen, da regt sich bei mir echt überhaupt gar nichts. Du hast auch keine empfindlichen Nippel. Ich drehe dir oft, mach so Nippelzwerg oder du bist gar nicht emotional aufgeladen, nee, wenn ich das mache. Nein. Seit der Geburt meiner Kleinen spüre ich da drin gar nichts mehr. Denn es hatte nämlich zufälligerweise Milcheinschuss. Das stand doch im Kölner Stadtanzeiger. Nein, aber ich frage das öfter von Leuten auf der Straße. Nee, ich hatte, als ich in der Pubertät war, auch als Mann, hat man manchmal, wenn die Nippel sich entwickeln, haben die Nippel wehgetan. Da gibt es einen Begriff, Puffy Nipples. Puffy Nipples. Hattest du sowas? Ja, hast du immer noch. Nee, jetzt heute ich hätte gerne so ganz kleine, feste Männernippel. Habe ich nicht. Deine sieht aus wie so eine aufgeschnittene Birne. So. Also so länglicher und... Wie so ein Joghurtgum. So! Das stimmt tatsächlich, ja. Ja. Mach mal weiter. Los. Soll ich lesen? Nee, ich lese das. Hier sind Fremdwörter drin. Okay. Also. Vivi schreibt. Vivi? Ja. Okay. Mein peinlichster One-Night-Stand passierte mir im letzten Jahr, weil dank Corona die Clubs noch geschlossen hatten, war ich tatsächlich so verzweifelt, dass ich jemanden auf Facebook kennengelernt habe. Oh mein Gott. Facebook. Also, okay. Nach 2 Wochen Schreiberei fuhr ich dann zu ihm und es sollte recht flott zur Sache gehen. Mhm. Problem, er hatte einen Wellensittich und 2 Beagle. Während der Wellensittich, dessen Käfig im Schlafzimmer stand, permanent laut quatschte, sprangen irgendwann die Beagles aufs Fußende des Bettes. Ihn störte diese tierische Kulisse kein Stück. Und Ace Ventura! Und er machte sein Ding. Ich war maximal irritiert. Als wir dann fertig waren, beziehungsweise er, legte er sich neben mich und seine beiden Beagle tapsten vom Fußende zu uns hoch. Wir lagen dann knapp 2 Minuten stillschweigend zu viert da. Bis ich schließlich aufstand und das Weite suchte. Tiere im Schlafzimmer sind ein echtes No-Go, Leute. Oh mein Gott. Applaus für Vivi natürlich. Was sind doch mal Beagle? Das klingt wie so eine Porno-Variante von Dr. Doolittle. Was sind denn noch mal Beagle? Hunde. Ja, schon klar. Die Band, ne? Ja, die kann man doch essen, Beagles. Ja. Ah, okay. Ja, aber das geht gar nicht, oder? Verstehe ich auch nicht, Beagles. Warum ist da ein Loch drin? Hä? Warum ist da ein staubtrockenes Loch drin? Manchmal denke ich... Wie deine Ex-Freundin. Ja. Ja. Manchmal denke ich, entweder bist du hyperintelligent oder wirklich extrem dumm. Du bist nichts dazwischen. Ich hab's noch nicht ganz. Also entweder hast du eine IQ von 350 oder wirklich
2 oder 6 oder so. Das wird dich verraten. Aber so Beagles, ich glaube, Beagles sind recht große Hunde. Oder sind das nicht, Beagles sind doch, glaube ich, Hunde, die so ein bisschen ähnlich aussehen wie, Dackel, oder? Oder? Wie sehen Beagle aus? Nee, komplett oder? Falsch. Kurzhaar, ja, langer? Nein. Kurzhaar, langer? Kurz. Und lange Schnauze, kurze Schnauze? Das sind die mit den Riesenohren. Das sind die mit, ach, die mit den Riesenohren. Deine Sexfreundin. Die hat doch tollen Schmuck immer dran, ne? War klar. Irgendwann setzt die Schwerkraft ein. Aber ich verstehe nicht, warum hat man denn dein Wellensittich im Schlafzimmer? Ich habe dieses Wellensittich-Geräusch im Ohr. Wir hatten auch mal ein Wellensittich. Weißt du noch? Ja. Und immer diese schnellen Bewegungen. Ich diese Salzstange, die da, diese Sesamstange, die da drin hängt. Oder der, nee, der Salzleckstein war bei den Meerschweinchen, ja. Ne? Ja. Deswegen ist er aber verhungert, ne? Ich hab vertauscht. Ein der Salzschock. Aber werden sie im Hamsterrad gehabt. Hat er alleine ausgeführt. Beagle war im Käfig. Nee, ich verstehe Wellensittiche nicht. Ich finde es auch, mittlerweile, ist es nicht eine Quälerei, so ein Wellensittich in so einem kleinen Käfig zu halten? Wie mittlerweile? Seitdem die Abi machen können oder wie? Nee, ist das nicht eine Quälerei? Nein, die merken das doch gar nicht, wenn die da in einem 13 cm Käfig stehen, irgendwo in Duisburg-Marxloh, denen ist das doch scheißegal. Okay, du machst aber eine Decke drüber und denkst, die ist Nacht. Ja. Putin bei dir auch immer, ne? Ja, ich bin gut. Ich bin nicht gut. Ich bin stark heute. Wenn ihr lacht, dann gibt ihr das Gefühl, dass das so weitermachen soll. Ja! Aber das ist ja wirklich eine eklige Sache. Dann, ja, dann ich habe auch nichts gegen Hunde. Also ich hatte auch immer so Hunde und sowas. Also das ist kein Problem im Bett. So, aber danach, aber beim Geschlechtsverkehr. Und dann kommen die so hoch und liegt man da quasi zu viel wie so eine Familie zu viert. Und die im Hintergrund doch. Pack, 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 pack. Quack, quack, quack. Man meldet dich. Nein. Ist das Herrchen so, Frosch oder was? Solche Geräusche machst du eher. Ja, genau. Weil die Federn dann. Und die haben einen ganz komischen Code. Weißt du, unser und ganz komisch, wie so abgeaschte Zigarette. Irgendwie so ganz komisch. So nicht mal, noch nicht mal ein Haufen. Es ist einfach so komisch und es ist einfach da. Wie du. Nein. Aber, wie heißt noch unsere Geschichte mit der Taube? Weil wir, Benni und ich haben wirklich, was haben wir, ist keine Angst vor Tauben, sondern es ist Panik. Ein Ekel. Panik und Ekel. Es ist wirklich eine. Wir haben im Hotel, ich habe Benni zu seinem 30. Geburtstag eine Nacht im Hotel geschenkt mit mir. Und jetzt kommt's und weil ich Mutter One so toll finde. Nein, ich sag's euch, das ist auch nicht gelogen, es ist wirklich so passiert. Wir hätten ja in irgendeine Stadt gehen können, Großstadt deutschlandweit. Wir wohnen ja in Düsseldorf. Ich habe ihm eine Hotelnacht in einem Hotel in Düsseldorf geschenkt und wir waren im gleichen Zimmer. Wir haben an diesen Wochen das gleiche gemacht, was wir sonst gemacht haben. Und dann haben wir quasi über Nacht das Fenster aufgelassen von einem Hotelzimmer. Und ich wache auf mit diesem Geräusch. So ganz dieses Geräusch. Und ich werde diesen Ekel niemals vergessen. Dann drehst du dich nach rechts und dann lieg ich. Und dann habe ich mir noch gedacht so, okay, ich gehe da mal dann lieber das Fenster zumachen. Wir haben so morgens 7, 8 Uhr gehabt. Nicht, dass gleich eine Taube reinfliegt. Ich mache das Fenster zu, gucke ich rechts 2 Stück. Im Zimmer. Die haben schon dieses weiße Gefieder, lag schon überall rum. Total Absturz. Ja, Revier markieren. Und dann habe ich irgendwann geschafft, dass eine rausgeht. Und dann haben die ganz eklig unterhalten durch das Fenster. Da war Romeo und Julia für Tauben. Und dann irgendwie alle exakt 3 Minuten haben sich gegenseitig so aufgeplustert. Also total eklig. Das war auch Paarungszeit, muss man dazu sagen. Benni ist ins Bad gerannt und dann bin ich zur Rezeption. Ich hab die Tür zugezogen, hab ich aufs Klo, war mir im Klo verschanzt. Und dann kam irgendein Azubi. Ich dachte, der Taube, so war das! So war das! Ich dachte, ich wäre erschossen. War es geplant? Nein. Oh, jetzt bin ich wach. Uns wurde gerade 2 Silben geschenkt. Ja. Aber das kann ja gar nicht passieren, was da gerade passiert ist. Ja, ist doch egal. Überbrücken. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Taubengeschichten ist jetzt abgehakt. Ich hasse Tauben. Ich dachte, ich werde erschossen. Wer soll es auf dich ab... Au. Naja, auf jeden Fall war das dann die Taube und ich... Mach du mal, ganz kurz. So. Aber genauso oft, wir haben uns genauso erschrocken. Es war das, der gleiche Blick. Diese toten Augen von dir, das Glasige, das Gleiche. Ja.
So, neuer Aufguss von Philipp. Warte, war doch mal gerade bei Facebook. Und zwar, ach so, ganz kurz, ich habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei Facebook, ich war früher in meinen 20ern extrem aktiv auf Facebook. Extrem aktiv. Und man kann ja immer jeden Morgen, wenn man will, auf Erinnerungen klicken. Und dann sieht man, was man heute vor einem Jahr, vor 10 Jahren, 20 Jahren gepostet hat. Und ich habe mir mal so ein paar rausgesucht von, extrem peinlich, von Screenshots, die ich wirklich, ich sag auch dann, vor wie vielen Jahren ich das gepostet habe. Und ich war wirklich, ich war ein richtiger Vollidiot. Und die sind alle 10, 11 Jahre her. Also, am 10. Oktober 2011 habe ich gepostet. Ich kann es euch mal zeigen, ist also wirklich passiert. Der Fact-Check. Könnt ihr mit Eltern Handys bedienen? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es komplett weg. Also, am 10. Oktober 2011. Auch Enttäuschungen sind ein Schritt vorwärts. Aber habe ich nicht recht, oder was? An diesem Tag, also am 18. Oktober 2010, ist Birne, ich habe immer noch so, der Name und dann, was, nach, das sah so aus, als wenn dann mein Name kommt und dann, was ich so mache. Ich habe keinen Wort verstanden. Weiß mal. Dennis, also, isst Birnen und fühlt sich irgendwie gut. Boah, oh mein Gott. Möchtest du ihn vorlesen? Sag auch wann, nicht wann das kam. Das Datum. Heute vor 10 Jahren. Nein, das Datum! Achso. 7. November 2011. Männer, Männer sind Schweine und Frauen die Metzger. Sau, Junge! Du hast es verstanden! Was ist da passiert? 27. April 2011. Ich will eine Handpuppe. Hat sich aber nicht geändert. Was ist denn los mein mit Gott. Dir? 9. August 2011. Die Frau. Das einzige Geschenk, das sich selbst verpackt. Ich habe entweder Frauen gehasst oder geliebt irgendwie. Am 16. August 2012. Du bekommst meist dann etwas, wenn es dir bereits egal ist. Oh, oh. Okay, reicht. Einen habe ich noch. 24. August 2011. Jemanden zu vermissen ist wohl das schlimmste Gefühl. Und warte, ich habe noch zwei gute. Ich hatte Nebenraum, deswegen. 6. September 2011. Ich kann alles besser, weiß alles besser und mach alles besser. Und ja, ich stehe dazu. Das ist Mario Bart! Was ist denn mit dir los? Kurz, da konnte ich die Schmalz kurz bevor Mario Bart aus dem ICE geschmissen wurde mit der Maske. Okay, an diesem Tag, ich habe 2 in einem Tag. Vor, am jetzt 10. ist er in Rage, jetzt liest 10. alles vor. 10. September 2011. Erstmal rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Und dann scheiß auf alle Weiber und alle Größen. Und den letzten, 11. September 2011. Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einen Felsen vergraben. Sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. Was das? Einen habe ich noch. 13. September 2011. Mir fehlt eindeutig eine Zurückspultaste für mein Leben. Dennis, vielen Applaus. Großer Applaus für dein Recap. Schämst du dich ein bisschen? Ich schäme mich extrem, ja. Okay. Aber gut, dass du es trotzdem vorgelesen hast. Du schämst dich normalerweise sehr schnell. Das ist Teil meiner Therapie, ja. Okay. Philipp schreibt, und Philipp mit F. F und einem L, also das ist ja... Philipp. Du darfst also interpretieren, ich nicht. Philippe. Nein, nein. Mein peinlichster One-Night-Stand. Nein, nein, lese vor. War mir peinlich, weil meine Bettpartnerin, die ich an diesem Abend erst kennengelernt hatte, permanent schweinische Sachen ins Ohr gehaucht hat und damit kein Stück umgehen konnte. Oh mein Gott! Erst mich vorlesen. Du. Stehst rückwärts bei dir? Guck, wie flüssig ist das Vorlesen? Ja, okay. Mein peinlichster One-Night-Stand war mir peinlich, weil mir meine Bettpartnerin, die ich an diesem Abend erst kennengelernt hatte, permanent schweinische Sachen ins Ohr gehaucht hat und ich damit kein Stück umgehen konnte. Das hab ich doch gesagt! Versteht mich nicht falsch. Ein bisschen Dirty Talk kann geil sein, aber sie sagte Sachen wie, heute bin ich deine Mistsau. Hättest du auf Facebook posten können damals. Oder, du steiler Bock. Richtiges Oldschool-Gelaber. Das turnte mich voll ab. Dirty Talk, dein Ding? Ja, du kleine... Mistsau. Du kleiner Zipfel, du. Dirty Talk? Finde ich jetzt nicht, ist nicht so mein Ding. Vor allem nicht solche alten Geschichten.
Alte Geschichten? Ja, so, das ist ja oldschool, du misst Sau und sowas, das machen wir ja nicht mehr. Stimmt, das war früher voll mit deren. Kennst du noch die Zeiten, wo er Mistsau gesagt hat? Aber you ich little finde, das bitch und sowas kann man ja heutzutage mal. Little bitch, yes, I want you. Yes, I mean you. Machst du so claps und dann sagst du, wie bitch, du claps bitch. Claps hat ja mit Dirty Talk nichts zu tun. Und dann du bitch oder du yeah, bitch. Yeah, you little, you're mine. Yo, wie wie ein P. Diddy in den Club geht, you're mine. Ja? Geht der noch in den Club? Finde ich schon okay. Kann man ruhig machen. Findest du gut? Aber empfängst du gerne oder gibst du gerne? Ich gebe gerne, ich bin ein Gönner. Ja? Ja, ich empfange das ungern. Das macht mich auch nicht scharf. Nee, hast du denn schon mal so Erfahrungen gesammelt? Ja. Und? Hat nicht gehalten. Findest du das gut? Hey, du kleine Mistsau oder hey, nee, komm ja, her, du. Die ist du, Schall, du hast, ihr wisst ja jetzt, ich bin Fan von, Lyrik. Ja, deswegen, ja schon. Also in gewissem Maße geht das schon. Boah, komm, gib mal richtig Gummi. Ach so, gib mal richtig Gummi, komm her. Also nicht, gib Gummi. Du kleine Steckdose, du. Gib mal richtig Gas da. Ja, sagst du jetzt auch? Ja, so ansagen, dass man... Gib mal richtig Gas da. Bist du der Vettel oder was soll das sein? Ich sag ja, ich... Nee. Gib mal richtig Gas da, komm, mach mal richtig ein paar Meter. Nee, sie sagt, ich... Arbeite dich mal richtig ab, oder was? Sie sagt, gib mal Gas. Ja, und dann gibst du auch Gas? Ja. Also brauchst du Anweisung, ja. Du kriegst eigentlich gebacken, oder was? Doch, aber dann weiß ich ja noch, dass ich noch mehr Gas geben soll. Ah, okay, soll. Du kriegst also wie in der Fahrschule, du kriegst Anweisungen währenddessen, oder was? Ja, klar. Und komm, mach mal meinen Arm da hin, kneife ich jetzt mal hier. Oder ja, komm, mach mal hier. Guck mal hier. Nee, aber gerade bei OneUpStand, man kennt die Person ja noch gar nicht. Man weiß gar nicht, wie sexuell eingestellt ist. Und dann bin ich schon gut dran. Kann man ja Frage ich stehe da voll drauf, wenn du den Daumen reindrückst oder so, keine Ahnung. Oder du streichelst oder die Haare gelst oder so, keine Ahnung. Ach so, Haare gelt, mach einen an. Ja, vielleicht Teil vom Spiel oder so. Das macht jetzt jemand anders aus. So, Giacomo, jetzt mach mich mal richtig kommen. Sei mal mein Barkeeper, Star-Barkeeper. Giacomo? Sag mal, Giacomo. Yo, hey, ich bin du, little Schlampe, du. So, kann das sein. Also erstmal ist der Name nicht französisch, dann hast du auch gar nicht französisch imitiert. Was soll's? Kann sein. Italienisch ist das, ne? Ja, Giacomo ist, glaube ich, eher italienisch, ja. Oder? Ja, komm, ich mach dich fertig. Das redet auch kein Italiener. Ich war letztens in Italien, die reden so. Ja? Ja, die reden so. Ja? Ja. Die reden genauso. War kein Touri-Restaurant, ne, wo du drin warst. Es gab Pizza Hawaii. Mit Käserand, also in der Pfanne serviert, also so. Deep Dish. Ja, aber so ein bisschen Dirty, ein bisschen Ansagen kriegen ist schon okay. Du brauchst auch manchmal Ansagen. Ich kenne dich, ich arbeite ja gerne mit dir, aber auch ist teilweise sehr schweißtreibend, mit dir zu arbeiten. Du brauchst Ansagen. Du bist keine Schweißtreibend kann ich am besten arbeiten. Da sei mal sicher, mein lieber Du bist Freund. Kein Alpha. Was? Du bist kein Alpha. Kein ich Alpha? Bin Alpha! Ach so. Nicht Alf, Alpha! Was heißt denn, ich bin kein Alpha? Ja, du brauchst Ansagen von... Nee, ich bin einfach ein Gentleman, wenn die Dame sich wünscht, dass ich hier nochmal da an diese Stelle noch ein bisschen mehr Wert drauf lege, mit mein Auge drauf richte und dann mal gucken, was passiert. Bist du Gynäkologe oder was soll das? Guck mal eben da, ich hab dein Ekzem, oder? Guck mal hier. Wenn du an jeder Stelle bist, guck mal eben hier. Wären sind solche Spiele für dich auch, dass du mal so Polizist bist und mal reinkommst oder so? Wenn es gewünscht ist. Ich bin Schauspieler und setze es auch gerne Privatleben ein. Konditor Dr. Sexy kommt dann rein. Oder was? Was haben wir hier für eine geile Torte? Wow. Aber deutsche Pornos da sind immer... Da fehlt die Sahne! Aber deutsche Pornos sind immer so. Ne? In Amerika ist alles wie bei den Filmen, viel cooler. Ja, ja, du bist Deutschland wissen, du bist Experte, du hast ein Abo. Deutschland ist immer... Ich gucke mir auch die deutschen B-Schinken rein. Das ist... Ich bin Mann aus dem Volk, ich bezahle nicht. Gut ist, wenn du solche Porno-Abos hast, da steht dann natürlich nicht auf der Abrechnung bei der Postbank. Was steht denn da sonst? Keine Ahnung, hier, bigdicks.com, sondern da steht dann irgendwie ganz viel Buchstaben. Achso, ist gar nicht auffällig. Nee, null. Auffällig. Null. Herr Wolter, was ist denn das? XYZSI489, was sagst du dann, wenn du gefragt wirst? Wer soll denn meine Kontoauszüge sehen? Außer das Finanzamt und meine Gläubiger. Ich habe einen tollen Aufguss. Ich glaube, ich habe mir nur extra nur deswegen eine Kreditkarte gemacht. Nee. Doch! Nee. Deswegen und für OnlyFans, die Kreditkarte. Ne? Was? Und für OnlyFans. Ja, richtig. Aber lese es mal weiter. Nee, mach du mal bitte. Man wird einsichtig. Paule schreibt. Paule? Paula? Oh mein Gott! Paule! Großvater! Noch etwas zu essen?
Wer bist du? An meinem peinlichsten One-Night-Stand bin ich selbst schuld. Und zwar nahm ich die Dame nach dem Feiern mit nach Hause, obwohl ich damals noch bei meinen Eltern wohnte. Wir schlichen also in die Wohnung, schafften es unbemerkt in mein Zimmer, schlossen die Tür und legten los. Danach schliefen wir ein. Das Problem, mein Zimmer lag direkt an der Küche und man hörte jeden Satz, der dort gesagt wurde. Laut und deutlich. Und so wurden mein One-Night-Stand und ich am Morgen danach von einem geflüsterten Gespräch zwischen meinen Eltern geweckt. Sie hatten wohl mitbekommen, dass ich Besuch hatte und rätselten nun darüber, wer sie ist und ob ich wüsste, wie man verhütet. Es war so weird, weil wir tatsächlich alles mithören konnten bzw. mussten. Irgendwann driftete das Gespräch dann dahin ab, dass ich normalerweise doch so brav bin und sie meine Ex-Freundin vermissen. Ich wäre vor Scham gern im Erdboden versunken. Oh ja, Paul. Applaus für Paul. Ist Paul ein Spitzname von Leuten, die Paul heißen? Oder gibt's auch Paul? Gibt's auch. Gibt's Paul? Frag's den Falschen, ich heiße nicht so. Aber Paul wahrscheinlich, ja. Ja, aber Paul ist doch ein Spitzname, oder? Es gibt doch auch niemanden, der Benny in Wirklichkeit heißt. Nee. Ich kenn's auch Benjamin. Oh, ist halt fast gespoilert. Mit Y und einem E-N, ne? Ja. So heißt du doch. Nee, aber das ist natürlich extrem peinlich. Aber wie gesagt, One Night Stand zu Hause einladen, halt, also wenn man noch zu Hause wohnt, hatte ich auch mal gemacht. Und das ist fast 1:1 so abgelaufen. Weil man okay, wacht Paul? Ja dann, hä? Okay, Paul? Man wacht ja dann wirklich morgens auf und dann weiß man ja nicht, hat man was gehört. Ja, das ist doch peinlich. Man ist da gerade mit seiner Liebschaft und dann hört man daraus Mama und Papa rätseln. Das weiß ich nicht, was ist. Ja, so gut sah es aber jetzt nicht aus. Oh, was macht ihr denn mit meinem Kleinen? Hattest du damals One-Night-Stands zu Hause? Nein. Das habe ich immer außerhalb von meinen vier Wänden gemacht. Echt? Ja, klar. Da habe ich auch schon allein gewohnt. Bin ja schon mit 14 ausgezogen. Ich wollte ja damals mit dem Zirkus um die Welt reisen, als Freak. Dein Ziel war, ich werde der größte Mann der Welt. Hat leider nicht funktioniert. Ja, genau. Arschloch. Das ist der Blödsinn meiner Welt. Aber ja, One Stand zu Hause ist natürlich immer so ein großes Thema, weil ja, es besteht immer die Gefahr, dass man auch dann vielleicht, dann hört man verschiedene Toilettengänge, vielleicht von den Eltern oder von den Geschwistern, wenn man direkt das Zimmer an der Toilette hat und dann hört man alles. Wohnst du bei den Ritters oder wie? Das kann ja sein. Das ist natürlich sehr unangenehm. Oder ja. Man kommt dann rein. Man ist also was sehr Privates, finde ich. So, denn, also wenn die Eltern einem so beim Sex hören und sowas. Dann lieber schöne Treppen ausvögeln. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen, ja? Finde ich gar nicht schlecht. Ja. Warst du denn mal bei jemandem, also nicht bei dir zu Hause, sondern wurdest du zu einer Dame mitgenommen, die noch zu Hause wohnt? Ist das strafrechtlich verfolgbar? Wenn das du deine Nein. Filme? Habe ich noch nie gemacht. Nee. Ich hatte das mal. Ja? Ja, ich hatte das mal. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das die Eltern waren oder irgendein Kumpel, weil sich geküsst haben. Nee, weil ich bin ja morgens aufgewacht. Und das ist Teil eines geilen Sexspiels. Muss dir vorstellen, wir lagen so Löffelchen und da war die Tür. Und ich habe nur gehört, wie die Tür aufgeht und ach ja. Und die Tür ging wieder zu. Aber es war in einer Stimme, es war kein Mitbewohner gewesen, weil die Stimme war... Die kam wie 40, das kann nicht sein. Ach ja. Meine Luda-Tochter schon wieder. Dann hast du da angeschmissen, der schon wieder so. Bumm. Gab's Frühstück? Kam dann der Vater mit dem Rührei oder so? Nee. Mit dem Schmusi? Nee, aber das war total. Ich habe mir da meine Sachen dann gepackt und bin dann irgendwie. Aber erstmal habe ich die Augen zugemacht und ein paar Stündchen, ne? Ja, und dann ab klar. Nach Hause, ne? Ich bin auch nie nachts nach Hause, ich wollte immer noch da schlafen und dann. Ja, ist doch richtig so. Bisschen austauschen, bisschen quatschen. Ja, man kann Nummern austauschen. Man kann sich ausquatschen. Falls was passiert sein sollte, wenn man Kontakt hält. Ja, obwohl, ja. Das mache ich eigentlich nie. Kein Problem. Wir haben noch einen tollen Spezialaufruf. Ja. Jetzt möchtest du den mal vortragen. Gerne. Der ist auf Englisch. 7 Seiten lang. Moin, zum Thema der peinlichste One-Night-Stand. Das ist nicht direkt mir passiert, aber ich war dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das Trinkspiel True American aus der Serie New Girl kennt. Wir haben doch schon öfter in einer Runde im Partykeller eines Freundes gespielt. Natürlich beginnt man sternförmig und endet sternhagelvoll. Wie so wir muss heute. Natürlich sein. So gegen 3 Uhr nachts machten ein Kumpel und ich und eine Freundin von mir plötzlich rum. Kam aus dem Nichts. Wir anderen konnten es gar nicht fassen und haben aus Spaß gefragt, ob wir rausgehen sollen. Keine Antwort. Also sind wir kurz für ein Zwischenwasser hoch. Als wir wieder rein wollten, war die Tür verriegelt und nur ein dumpfes, rhythmisches Geräusch zu hören. Hm? Nicht nachmachen. Wir kamen aus dem Lachen gar nicht mehr raus und haben dann den Nebenraum aufgesucht, um dort den Gin-Vorrat zu leeren. Als die Tür wieder aufging, fühlten wir uns wie in einer Jerks-Folge. Es war unfassbar unangenehm, aber auch absolut lustig. Bis heute frage ich mich, wo ich mich in dem Keller ohne Bedenken noch hinsetzen kann.
Und ich sage, wie es ist. Die Freundin ist heute im Publikum in Bielefeld. Also ganz liebe Grüße. Mach das bitte anonym, sonst wird der Live-Podcast mein letzter Abend. Ganz großen Applaus. Da würde ich natürlich gerne wissen, wer das sein könnte. Möchtest du die Reihen abgehen und mal fragen? Wollt ihr euch stellen? Ist natürlich spannend jetzt, ne? Könnte man noch so ein Sat.1-Format draus machen. Wo ist das Luder oder so? Aber für Jörg Pilawa moderiert? Von ihm möchte ich es bitte gerne sehen, ja. Aber wir sind ja Zwillinge, das heißt, wir sind beide unsere besten Freunde. Das heißt, wir haben keinen extrem großen Freundeskreis. Das heißt, diese Vögeleien innerhalb von einem Freundeskreis kenne ich gar nicht, ich bin total fremd. Nee, ich kenne dich persönlich auch nicht. Aber wir hätten ja fast mal, wie hast du ja eingangs schon mal gesagt, glaube ich, in Teil 1 oder Anfang von Teil 2, wir hätten ja mal fast was gemeinsam gehabt, also nicht nur wir, sondern da war ein Mädel dabei. Soll ich erzählen, meine Version, und dann kommst du dazwischen? Wenn du bei der Wahrheit bleibst, dann ja. Bleibe bei der dann Wahrheit. Dann erlaube ich dir das. Gut, aber quatsch nicht dazwischen. Wir hatten eine Hausparty und ich war mit einem Mädel zugange in der Küche. Und es war wirklich schon so, dass die Hosen wurden gelüftet, es ging wirklich, es war wirklich kurz davor. Die Hosen wurden gelüftet, okay. Kurz davor. Und plötzlich kommt Benny rein und sagt, ich mach mit. Einfach so. Und die Dame hat dann gesagt, darauf habe ich keinen Bock. Was ja auch ihr gutes Recht ist. Ja, ist ja gutes Recht, aber sie hat ja was verpasst, aber gut, das ist ja nicht mein Problem. Man schämt sich bis heute mal langsam. Wofür? Dass du was gemacht hast. Warum? Ich habe dir nichts Schlimmes getan. Du hast mir die totale Tour versaut. Ja, das ist wohl wahr. Ich bin so froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Wir hätten uns nie mehr in die Augen gucken können. Aber hätten wir uns denn dabei da berührt? Zwangsläufig schon, ja. Aber nur so mit dem Ellenbogen gestriffen oder was wäre passiert? Könnte ich auch auf die Stellung an, klar. Wir hätten so gegenüber gemacht, so. Das wäre, was ich mir hätte vorstellen können. Nee, Sodom und Gomorra, das werden wir hier nicht heute nicht sitzen. Das kann man nicht vergessen. Das hat sich ja ins Hirn eingebrannt. Aber ich hätten wir das dann daran Spaß gefunden und einfach das dann nochmal weitergemacht. Als Masche? Als Sandwich durch die Partyszene. Wenn du mich nimmst du auch gleich ihn, okay, Trisha? Ja. Und dann gibt es entweder ganz viele Neins oder auch mal, aber das ein Jahr dazwischen. Ja. Und die weiß dann, worauf es dann ankommt. Ja. Und wir hätten auch so einen kleinen Wettbewerb untereinander machen können. Wer ist besser im Bett? Wir haben oft gefragt, Zwillinge werden ja immer verglichen. Wer ist da erfolgreicher? Wer ist da mehr zu bieten? Mhm. Möchtest du mal ganz kurz denken, also ehrlich denken? Ich werde darauf nicht antworten, aber... Antworte mir doch mal darauf. Was soll ich dir denn sagen? Wer ist besser? Was, wo besser? Im Bett. Weiß ich das? War ich bei dir mal dabei? Wie soll ich das denn sagen? Schätzt du mich ein? Stets bemüht. Ich sehe bei dir aber auch so einen entschuldigenden Blick, wenn ich das so vor in meinem geistigen Auge vorstelle. Entschuldigenden Blick? Wie ist dieses, sorry, so sehe ich dich, sorry. Nee. Ich sehe dich jetzt nicht. Okay. Du mich schon, sie oder? Weiß Bescheid. Ja, aber Sex unter Freunden ist natürlich auch etwas, kann auch ein One-Night-Stand sein. Hast du mal so ein, haben wir denn weibliche Freundinnen, wo du dir mal gedacht hättest, ohne Namen zu nennen bitte, das hätte mal was werden können? Ja, total. Ja? Ja, klar. Kann man ich hätte gerne meinen ganzen gesamten Freundeskreis weggebumst. Von A bis Z. Ja? Ja, klar. Bei mir, aber ehrlich gesagt, weil du machst sich ja Freundschaften kaputt dann dadurch. Gibt's oder ja man stärkt sie. Es gibt ja auch dann teilweise das Reportage. Es gibt ja auch Reportagereien, wo sie dann damals was miteinander hatten, diese Freunde, und sie jetzt wirklich in Herzen an der Seele. Das ist Love Island, was du meinst. Das ist, glaube ich, keine Dokumentation. Ich glaube, das funktioniert. Es ist ja wirklich, wenn wir gerne nur eine körperliche Sache. Klar, man kann auch Sex mit Liebe haben, aber das ist ja voll 2019. Aber könntest du dir vorstellen können, dass du dich aufsparst? Wofür? Nee. Hat sich nicht ergeben. Ich finde es aber gut, wenn man sich für den Richtigen oder für die Richtige aufspart. Das finde ich klasse. Man muss sich ja nicht verschenken, so wie du es getan hast. Auf dem Rewe-Parkplatz. Also ist ja wirklich mitleidenswert. So, ich habe noch einen tollen Aufruf. Und der kommt von Jesse. J-E-S-S-Y. Da frage ich auch mal, gibt es Jesse als vollen Namen oder ist Jesse eine Abkürzung? Jessica. So. Meinen peinlichsten One-Night-Stand erlebte ich an Karneval vor 3 Jahren, als ich dem Typen, er war als Karotte verkleidet, permanent ich liebe dich sagte. Jedenfalls schrieb er mir das 2 Tage später. Ich habe ihn sofort blockiert und seitdem verzichte ich übrigens auf Wodka Maracuja. Wieder was für Jessie? Wow. Sie hat also Sex mit Flair. Das L-Wort ist natürlich ganz besonders emotional aufgeladen. Ja. Wann hört man es von dir? Das habe ich mir aufgeschrieben als Frage. Das interessiert mich. Wann sagt man, ich liebe dich?
Ja, das sagst da du, wenn du es fühlst. Da knabber ich ganz interessiert an meine Finger. Ja, wann soll man es sagen? Wenn man es fühlt. Wenn man es fühlt. Ja? Ja. Ist es auch schon mal beim ersten Date rausgefahren? Mir? Ja, rausgerutscht. Ich liebe dich! Bringst du mir einen Kaffee mit und ich liebe dich? Oder wenn du dann fertig bist, ich liebe dich! Kann ja sein, wenn das dann so aufgeladen ist, dass du quasi kein Streichholz zünden darfst und dann geht die Bude in Flammen auf, dass man dann sagt, ich liebe dich! Und dann dreht sich weg. Nein, nein. Ist nicht wenn ich sage, dann meine ich das dann auch so. Ja, aber ist dir noch nie beim One-Night-Stand passiert? One-Night-Stand noch nicht, nee. Das aber ist du ja hast schon mal das Wort gesagt, peinlich. Ich liebe dich. Oder die Wörter, ist mir mehr. Natürlich habe ich das schon mal gesagt. Ja. Aber ich sage das so, wenn ich es meine oder wenn ich jemanden rumkriegen will. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Und du so? Du, ganz ehrlich, ich liebe dich sind natürlich 1, 2, 3 Wörter, die extrem viel Kraft haben und viel Ausdruck in sich tragen. Und es ist mir aber noch nicht beim One-Night-Date passiert, aber ich kann es mir schon vorstellen, das mal beim Date zu sagen, einfach um mal die Reaktion abzuwarten. Ich sehe dich eher, du bist einer, der nicht, ich liebe dich zu Partnerin sagt, sondern ach, ich hab dich lieb. So einer bist du. Ach, ich hab dich tierisch lieb. Was? Ja, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Das bist du. Du, so ein Typ bist du. Ist das eine Begrüßung gewesen oder eine Verabschiedung, dass du gerade imitiert hast? Nee, einfach so ein Zwischenkuss. Einfach irgendwann auf der Couch. Wir gucken gerade gut bei Deutschland. Chips schmecken lecker. Ich hab dich so lieb. Sowas. Das mache ich zu dir doch immer. Ja. Ja, ich finde, das ist schon kraftvoll. Sollte man jetzt nicht beim Date sagen. Das finde ich extrem peinlich, ehrlich gesagt. Hattest du nicht mal ein Date mit einer, die immer ein Wort gesagt hat? Hat dich extrem genervt? Ich habe, genau, das ist kein Wort. Ich habe mich mit einer Person, sie habe ich nicht erkannt heute, auf jeden Fall kann ich nicht erzählen. Sie hat immer prinzipiell gesagt. Sie hat immer, ich habe Sprachnachrichten, ich kann sie jetzt nicht vorzeigen, aber sie hat immer schon prinzipiell gesagt. Und da gab es so Sätze, so Sprachnachrichten, so soll ich was kochen? Wir haben prinzipiell so zwei, dreimal getroffen. Und dann so, ich kann was kochen, wenn du willst. Prinzipiell. Und dann kam eine Nachricht. Ja, das kannst du prinzipiell machen, wenn du prinzipiell will mir Fischstäbchen reichen. Prinzipiell. Sie hat immer prinzipiell gesagt. Aber hast du das mal angesprochen? Hey, das nervt total, sorry. Nee, das sagt man nicht. Nee. Das ist ja wieder der Punkt. Natürlich sagt man das. Wenn einen etwas stört, dann muss man es sagen. Aber ich kann nicht sagen, hör auf dieses Wort. Hör auf, das zu sagen. Kannst du auch nicht sagen. Hör auf. Ey, du nervst mich total. Nee, hör auf. Komm, wir spielen ein Spiel. Wir streichen Wörter aus unseren Vokabeln. So, mach du das mal. Prinzipiell. Okay, ja, kann man ja machen. Also, nee, das kann man nicht bringen. Weil das gehört, wenn Leute so einen Tick haben, die checken das ja dann auch gar nicht. Das gehört ja quasi zum ganz normalen Reden dazu. Dann muss man sich halt für den Partner mal ein bisschen verbiegen. Vor allen Dingen dieses Wort prinzipiell, das vielleicht sagt man irgendwie und ganz oft, aber prinzipiell, das kann man relativ selten einsetzen. Ist prinzipiell schon richtig, was du sagst? Ich hasse es auch. Oh, jetzt hast du mich angesteckt. Hast du dich denn mit der Dame noch mal getroffen oder war das wirklich? Das war wirklich damals der Grund dafür, dass du dich betriffst. Der Hauptgrund war es nicht, aber es war ein Mitgrund. Weil ich habe gesagt, ich kann mir dieser Frau keine Zukunft vorstellen. Willst du mich heiraten? Ja, prinzipiell schon. Prinzipiell können wir es machen, weil wir prinzipiell. Es gab wirklich teilweise. Möchtest du Kinder prinzipiell? Wenn ich jetzt bei WhatsApp in die Suchleiste prinzipiell eingebe, da kommen 7000 Chats mit drin, prinzipiell. Sie hat es sogar geschrieben, nicht nur gesagt. Prinzipiell, auch geschrieben. Wenn sie P, das ist T9, direkt prinzipiell. Ja, prinzipiell schon, ja. Finde ich auch prinzipiell ist nicht so schlecht. Nee? Ich würde an deiner Stelle ihr eine zweite Chance geben. Meinst du wirklich? Ja. Prinzipiell ja? Oder sie sagt immer prinzipiell, du lispelst und redest schnell, es ist doch wunderbar. Ihr seid doch ein tolles Duo zusammen. Prinzipiell? Prinzipiell. Ja, ich kann sie vielleicht doch, ich kann versuchen. Wie wärst du mit dem Date vor dem Supermarkt? Da könnt ihr euch doch nochmal treffen und nochmal ordentlich ausquatschen. Aber du kannst sie dann vorher so locker massieren, da haben wir doch alles dann perfekt. So machen wir es. Liebe Freunde, das war das 1Live-Podcast-Festival mit Dennis und Benny Wolter. Vielen Dank, dass ihr heute alle mit am Start wart. Danke. Es hat uns einen Heiden. Ich stehe nicht mehr auf. Es hat uns einen Heiden Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr erschienen seid. Jetzt geht's weiter auf 1 Live mit Mark Forster und Chöre. Da kommt, wir haben Nico Santos, die neue Single kommt gleich. Wir haben ihn im Interview. Ja, das ist mein Lieblingsflaschenöffner. Und Daniel Danger den Eiffelturm gekettet. Was? Das ist mein Lieblingsflaschenöffner. Und den möchte ich jetzt vor versammelter Mannschaft schenken. Das aber nett, danke dir. Ja, bitteschön.